Moin, der Wolfgang vom schönsten Ort Europas, St. Peter-Ording, mit spielbaren Mondenkind. Bei dem Spiel frisiert, aus dem Hause 2F-Spiele, sprich von Friedemann Friese persönlich, geht es um das Rennen der Rennen. Es ist soweit, das große Finale steht an. Getunte Mopeds warten auf das Startsignal, leichter Benzingeruch in der Luft. Mangels guter Krankenversicherung und mangels des entsprechenden Mutes nimmst du selbst nicht dran teil, bist aber bereit, alles zu setzen, alles auf den Sieg eines Fahrers. Aber wer wird es sein? Das wird sich entscheiden und hoffentlich hast du die richtige Entscheidung getroffen während des Spiels. Kleinen Überblick gefällig? So funktioniert's. Das Spielmaterial. Wir haben einen doppelseitigen Spielplan. Einmal steht uns diese Rennstrecke zur Verfügung und auch diese hier. Für eine von beiden können wir uns entscheiden. Spielt keine Rolle welche. Dann haben wir unsere 6 Rennfahrer. Das heißt 6 Mopeds in 6 unterschiedlichen Farben und einen entsprechenden Rundenmarker pro Mopedfarbe. Wir haben eine Zündkerze für den Startspieler einer jeweiligen Runde und die eigentlichen Spielkarten. Hierbei handelt es sich um 84 Karten in der Summe. Zu jedem Moped gibt es 14 Karten, das heißt, wir haben Karten mit dem Wert 1, 2 und 3 und jede Karte mit dem Wert 1 wie auch 2 ist 5-mal pro Farbe und den Dreierwert gibt es 4-mal pro Mopedfarbe. Die sind alle hier drin und werden zu Beginn des Spiels gut durchgemischt. Nachdem die Karten gemischt sind, die Mopeds ihre Startposition aufgenommen haben, wir die Startmarker bereitgestellt haben, hier werden die Runden gezählt, bekommt der Startspieler diese kleine Zündkerze als Startspielerzeichen. Wir spielen jetzt mal ein Beispiel für 3 Spieler, das heißt Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3. Noch einmal gesagt, niemandem gehört hier ein Moped. Wir wetten auf Platzierungen. Wir haben diese Karten jetzt hier gut durchgemischt. Noch einmal gesagt, wir haben 14 Karten für jede Mopedfarbe. Wir haben Karten mit dem Wert 1, dem Wert 2 und dem Wert 3. Den Wert 1 und 2 gibt es jeweils 5-mal pro Farbe und den Wert 3 gibt es 4-mal pro Farbe. Bei den Spielen zu dritt, das heißt 1, 2, 3, wir simulieren das Spiel jetzt, werden pro Kartendurchgang 7 dieser Karten aufgedeckt und die Karten geben vor, welches Moped fährt. Die erste Karte, Moped grün, fährt 2 Felder. Wenn ein Moped fährt, jetzt die stehen jetzt alle an der Startlinie, fährt es 2 Felder vor und fährt immer im Innenkreis. Es fährt immer die kürzeste Strecke, das heißt also innen. Wenn ein Zielfeld besetzt ist, dann wechselt es auf den Außenkreis. Zweite Karte, das gelbe Moped fährt 3 Felder vor. 1, 2, 3. Das ist die zweite Karte. Wir spielen 7 Stück. Das rote Moped fährt 2 Felder vor. 1, 2. Dritte Karte. Vierte Karte, das schwarze Moped fährt 1 Feld. Das orangene Moped fährt ebenfalls 1 Feld. Wir sind bei 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Das orangene Moped, nein, das rote, das ist das rote Moped, fährt 2 Felder vor. 1, 2. Und das letzte, das orangene Moped, fährt 1 Feld vor. Ja, es sieht so aus, als hätte der blaue seinen Motor abgewürgt, aber hinten kackt die Ente, sage ich immer so gut. Momentan hat es noch gar keine Konsequenzen. Nachdem die Anzahl an Karten hier aufgedeckt wurden, werden die Karten jetzt genommen und dem Startspieler beginnend als erstes zur Hand gegeben. Er nimmt jetzt eine dieser Karten, ohne dass die anderen sehen, welche, und gibt damit praktisch eine Wette ab, dass er glaubt, dieses Moped wird unter den ersten dreien sein, am besten auf Platz 1. Also jetzt würden wir sagen, rot. Die rote Karte nimmt der Spieler 1. Zu sich. Deinen eigenen Stapel darfst du jederzeit durchgucken. Spieler 2 bekommt von Spieler 1 die Karten, schaut sich die an, die noch da sind und würde sich jetzt für das gelbe Moped beispielsweise entscheiden, gibt den Kartenstapel an Spieler 3. Spieler 3 schaut sich an, was hier noch vorhanden ist, entscheidet sich
sagen wir mal, ebenfalls für das Rote. Und beim Spiel zu zweit, wie auch beim Spiel zu dritt, hat der letzte Spieler innerhalb einer Runde jetzt die Gelegenheit, eine weitere Karte zu nehmen und diese aus dem Spiel zu entfernen. Also praktisch einen imaginären weiteren Spieler hinzulegen. Verdeckt. Die anderen sehen nicht, welche Karte dieser Spieler hier rausgenommen hat. Es hat ja folgende Bewandtnis. Die restlichen Karten werden jetzt vom letzten Spieler von Spieler 3 in einer ihm beliebigen Reihenfolge unter den Nachziehstapel gelegt und kommen dann natürlich irgendwann wieder zum Vorschein. Wohingegen die Karten, die wir rausgenommen haben, das nicht mehr tun. Bedeutet, wenn du dich für eine Moped-Farbe entscheidest und auf dieses Moped wettest, schwächst du es auch gleichzeitig. Weil die Karte, die du rausgenommen hast, steht fürs Rennen nicht mehr zur Verfügung. Nachdem jeder eine Karte bekommen hat, wechselt die Startspieler Zündkerze und es werden erneut 7 Karten aufgedeckt. Das Rennen geht weiter. Das orangene Moped fährt 2 Felder vor. Das gelbe Moped fährt 2 Felder vor. Man kann blockierte Felder überholen, wenn man nicht direkt auf ihnen landet. Wenn ich direkt auf ihnen landen würde, müsste ich dahinter stehen bleiben. Aber 2 Felder von hier, 1, 2, das funktioniert. Noch ein Feld. Das gelbe Moped kommt jetzt auf dieses Bonusfeld. Hier steht ein +2-Symbol. Das heißt, wenn ein Moped direkt hier endet, wird es automatisch 2 Felder weitergeschickt. Das war die dritte Karte im zweiten Durchgang. Das orangene Moped fährt ebenfalls 2 Felder, kommt auf die +2 und fährt ebenfalls 2 Felder vor. Und noch ein weiteres Feld, das orangene Moped. Wir sind bei 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Und noch einmal 3 Felder. 6 Karten, orange, 1, 2, 3. Hat also praktisch den blauen Fanger schon überrundet. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine weitere Karte noch. Noch einmal orange. Wow. Der Orangen hat also praktisch einen Wahnsinnssprint hinter sich. Noch einmal 1, 2, 3. Der orangene Rundenmarker geht auf die 1 und gibt damit klar, er hat schon eine komplette Runde hinter sich. Dieser Spieler nimmt die Karten auf, entscheidet sich für eine Karte, ja, wahrscheinlich würde er jetzt eine orangene Karte nehmen, legt die vor sich ab, gibt Spieler 2 den restlichen Stapel, der sucht sich auch eine Karte aus, ja, er nimmt sich ebenfalls eine orangene, gibt diesen Stapel an den letzten Spieler 1, der sucht sich auch eine Karte aus. Es ist ja so, er sieht ja, dass der orangene eine ganze Reihe hinter sich hat, eine ganze Runde hinter sich hat und dass hier 2 orangene Karten fehlen. Das heißt also, für weitere Bewegungen des orangenen Spielers fehlen schon Karten. Er würde jetzt vielleicht die gelbe Karte nehmen. Er sagt, naja, ich wette nicht auf orange, aber ich nehme eine gelbe Karte und gebe die orangene 3 dem vierten Spieler. Strategisch nicht unklug. Die restlichen Karten in beliebiger Reihenfolge unter den Nachziehstapel und die Zündkerze wandert zu Spieler Nummer 3. Wenn ein Moped zum dritten Mal eine Runde vollendet hat, wird es aus dem Spiel genommen. Der entsprechende Rundenmarker kommt auf die jeweilige Platzierung. Sobald das dritte Moped die dritte Runde vollendet hat, hört das Spiel auf der Stelle auf. Das heißt, alle anderen Mopeds bleiben dort stehen, wo sie sind und wir kommen zur Siegerehrung. Und jetzt gibt es für jeden Spieler Punkte, abhängig davon, wie er auf die 3 Siegfahrzeuge gesetzt hat. Wir nehmen mal Spieler 1. Spieler 1 hat hier im Laufe des Spiels 1, 2, 3 rote, 2 schwarze, 1, 2 gelbe, 3 gelbe und 2 grüne gesetzt. Das heißt, er hat den roten, den Sieger, 3-mal gewettet, 3-mal 4 Punkte. Für den Erstplatzierten gibt es 4 Punkte, sind 12 Punkte. Er hat den Zweitplatzierten, den Gelben, ebenfalls 3-mal gesetzt.
3 mal 3 sind 9, plus die 12 von eben sind 21. Und den Orangen hat er leider gar nicht auf dem Schirm gehabt. 21 Punkte für Spieler 1. Spieler 2 hat folgende Wetten abgeschlossen. Einmal grün, zweimal grün, orange, rot. Hier ist gelb, dann hat er schwarz. Oh, er hat Querfeld eingewettet. Mal schauen, ob die Strategie richtig war. Einmal auf rot, einmal 4 sind 4 Punkte. Gelb, einmal 3 sind 3, plus die 4 von eben sind 7. Und dafür 1, 2, 3 mal auf orange, aber das macht nur 2 Punkte. 3 mal 2 sind 6, plus die 7 sind 13 Punkte. Ich glaube, 21 Punkte, wenn das richtig war, war auf Spieler 1. Und jetzt schauen wir mal, ob Spieler 3 das Rennen gewinnt. Spieler 3, 21 Punkte sind zu schlagen. Hat hier einmal orange, einmal blau, rot, rot. Dann hat er grün, orange, schwarz, orange, grün, zweimal schwarz. Das bedeutet, er hat 2 mal 4 sind 8, gelb hat er gar nicht und 1, 2, 3 mal 2 sind 6, 8 und 6 sind 14. Der Sieg geht an Spieler 1. Sollte es einmal dazu kommen, dass der Nazi-Stapel aufgebraucht ist, dann werden die übrigen Pokalplätze einfach der entsprechenden Reihenfolge im Laufe des Rennens verteilt. Gelingt es dir, das Rennen gut zu analysieren? Gelingt es dir, die Chancen für die einzelnen Mopedfahrer richtig zu beurteilen und auf die richtige Farbe zu wetten? Probier es aus. Bei dir zu Hause oder bei uns? Am schönsten Ort Europas in St. Peter-Ording. Bleib gesund, bis dahin, der Wolfgang.